So, weiter geht's. Ja, wieder ohne Stream heute, weil ich habe nur auch 2 Stunden, bis ich los muss. Das heißt, ich habe maximal 1,5 Stunden zum Spielen. Juhu. Eigentlich wollte ich auch nur die Daily Quests heute machen. Und die wollte ich eigentlich auch ohne Aufnahme machen, aber hat sich jetzt doch so ergeben, dass ich es doch aufnehme. So, Daily Quests. Da. Mack, so. Fallende Blätter im Wind. Edith braucht Inspiration für ihr neues Anemo-Buch. Wer? Ach so, das war die an dem. Ah, okay. Das war die, die hier gammelte an dem Baum. Genau. Ich muss mal gucken, wie ich das am Wochenende mache. Am Wochenende. Da habe ich mich nur, ja, eine halbe Stunde Zeit nach dem Aufstehen. Schöne 12er-Schichten. Machen Spaß. Da ist entweder, ja, muss ich es morgens nach der Schicht machen, sprich auch morgen früh. Oder ich muss die ausfallen lassen, aber will ich eigentlich nicht. Dann sollte ich die am Wochenende machen. Ich glaube, die Wochenend-Daily-Quests nehme ich nicht mit auf. Vielleicht nehme ich es auch auf, aber halt ohne Kommentare oder ohne Cam. Weil ich habe keinen Bock, den Greenscreen extra hochzuziehen dann dafür. Je nachdem, wie schnell ich halt zu Hause bin. 20 nach 6 bin ich zu Hause. Viertel vor, ja, eine halbe Stunde habe ich dann, bis ich ins Bett gehe ungefähr. Wird knapp. So, Edith. Alter, ist das auch kein gutes Material, um darüber zu schreiben. Was schreibst du denn? Ich suche nach Inspiration für mein neues Buch über Mondstadtsgeschichte mit besonderem Fokus auf den Wind. Dem Wind? Den Wind, oder nicht? Egal. Eigentlich ist dies der perfekte Ort, um Inspiration zu finden. Direkt an der Statue der Sieben, die den Anemo repräsentiert. Und dort ist auch noch der alte Baum, der mit der Legende der Heldin Vanessa verbunden ist. Dennoch ist es irgendwie lustig, denn ich besitze kein göttliches Auge und es ist schwer mir für mich, den Wind zu sehen oder gar zu fangen. Okay. Und diese sogenannte Suche nach Inspiration? Ich lege gerade erst damit los. Der Großteil meines Materials wird aus Ressourcen aus zweiter Hand gewonnen. Es ist das Leben eines Menschen ohne ein göttliches Auge auf diesem Kontinent. So viel zu tun und trotzdem wenig zu erreichen. Also wie bei jedem auch. Gut, okay. Man kann die Machtelemente ohne ein göttliches Auge nicht nutzen. Ob in der Forschung oder im Leben. Diejenigen, die ohne leben, wie Außenseiter, in ihrer eigenen Welt. Ja. Vielleicht in den Augen von Gott. Träger von göttlichen Augen sind die wichtigen Menschen dieser Welt. Wollte ich aber auch keins, ich kann es trotzdem machen. Entschuldigung, ich habe zu viel gesagt und trotz des Gesagten werde ich meine Forschung nicht aufgeben. Ich habe kein göttliches Auge, aber ich werde im Sinne der Wissenschaft nicht verlieren. Ich habe auch gehört, dass man die Elemente sogar ohne göttliches Auge verwenden kann. Wenn du mir helfen könntest, einige Gegenstände zu finden, die von Anemo durchdrungen sind, würde das meiner Forschung wirklich helfen. Kannst du mir helfen, den Baum hochzuklettern und nachzuschauen? Was genau benötigst du? Du kannst die Elemente sehen, oder? Ich vermute, dass du nur unter der Spur, was, dass du nur der Spur des Windes folgen musst und so suchen kannst. Ich werde dich unter dem Baum warten. Was? Ich werde dich unter dem Baum warten. Falls du irgendetwas findest, bring es einfach runter zu mir. Oh Gott, tut mein Hals jetzt schon weh. Die 8 Stunden gestern waren so viel. Guck mal, 3 Sterne Windmarkierung. Okay. Gut, dass ich ein bisschen mehr austauschen habe. Und gut, dass dieser Baum. Gut, dass dieser Baum größtenteils auch gut so begehbar ist. Wenn ich nicht meine Ausdauer so spärlich nutzen würde. Das sind nur Eier, weil die will ich haben. So bestimmt eh hier irgendwie außen herumklettern, oder? Irgendwie nicht. Was genau suche ich jetzt hier? Pflücken. Ich soll Blätter. Oh Gott, ich soll Blätter suchen. Warte, muss ich dafür. Nein, wie ging das nochmal? Das. Ja. So finde ich die Blätter, okay. Ich meine aber, es sind schon nette Daily Quests, vor allem mit Texten halt beigeschrieben. Ah, und da hinten. Ich glaube, das ist sogar bei Nacht ganz gut, weil das ja sowieso schon dunkler ist dann. Fallende Blätter im Wind. Hui!
Natürlich könnte ich aber nur dieses speziellen Blätter einsammeln. Keine anderen. Hi, Edith. Hast du was gefunden? Ich habe einige Blätter hier. Blätter? Lass mich sehen, bitte. Du hast sie sogar in die Box gelegt. Wenn du sie in deiner Hand hältst, erlauben dir diese Blätter tatsächlich den Wind zu spüren. Sie ja, okay. Sehr philosophisch. Wenn man bedenkt, dass dieser Baum wirklich über solche Macht verfügt hat. Wenn ich nur ein göttliches Auge hätte, dann müsste ich nicht so viel Zeit verschwenden. Danke. Das ist eine sehr wertvolle Ressource und als solche werde ich sie verwenden. Es sind Blätter. Ich habe trotzdem noch keine Methode, diese Blätter zu bewahren. Es ist gänzlich möglich, dass der Wind in ihnen nur allzu schnell verschwindet. Trotzdem nimm das als Entschädigung für deinen Aufwand. Wer weiß, vielleicht frage ich dich in der Zukunft noch einmal nach Hilfe beim Sammeln von Forschungsmaterial. Oh, hallo, Daily Quests. Lass dich raten, diese ganzen komischen NPC-Quests, die ich so nebenbei mitbekommen habe, sind alles Daily Quests einfach nur. Ich mal ganz stark von aus. Hochwertiges Verstärkung ist erstmal 4. Oh, okay. Das komische Buch. Okay, hä? Schildalarm, finde ich alle Monster. Okay, markieren. Wieso ist das Buch markiert? Abenteuerlizenz, Adidas, genau, okay. Schließt eine Erkundung ab. Ach so, stimmt, die habe ich ja gestern losgeschickt. Da war ja was. Der aufsteigen lassen ist nicht großartig, wenn ich nicht die Münze von Kaia bekomme. Lohnt sich noch nichts upzugraden? Ja gut, aber ansonsten, die Walens Ruine kommen wir sowieso noch nicht hin. Erst mit der Hauptquest, höchstwahrscheinlich. Das ist ja mehr oder weniger eine Sturmbarriere, eindeutig. Also Karte. Es ist gerade so über dem Boss. Kenne ich die Blume? Ja, nee, die Blume ist halt Eiselement. Weil ich, ja, Lisa und Amber sind beides meine Eis-Schätzchen, sage ich mal. Aber die haben beide keine gelevelte Waffe. Wobei beide haben eine Stufe 3 Waffe eigentlich. Also 3 Sterne Waffe. Das könnte jetzt eventuell ein bisschen blöd ausgehen, wenn ich jetzt... Bitte, sei wie Link. Du bist nicht wie Link. Also, dumme Tante. Link hat das jetzt geschafft, sich da noch festzuhalten. Oder sich zu verglitschen und zu stehen. Bildalarm. Habe ich nicht die gleiche gestern schon gemacht? Surrendering will be gentle. Okay, noch einmal her. What's the hurry? Bet you can't keep up with me. Stimmt, ich sollte einfach mal ein bisschen damit arbeiten. Oh. Nicht runterfallen, ich will deinen Loot haben. Alter, du gehst aber auch schnell da mittlerweile. Wehe, dein Loot fällt runter. Okay. Wenn ich jetzt eh schon hier bin, kann ich auch zur Ruine eben hochgehen und gucken, ob mein Freund der Ruinenritter da ist. Mittlerweile weiß ich ja, wo 3 Stück von denen sind. Und da ist auch noch so ein Schildtyp, den kann ich auch noch machen. Zack, zack, zack. Eisen ist jetzt nicht so praktisch, aber besser als gar nichts. Ich meine, ich könnte natürlich ja sowas wie Erze abfarmen, das kann ich sowieso dann machen, wenn ich keine Zeit zum Streamen oder Aufnehmen habe. Weil da. Ja, hier im Endeffekt farm ich ja nur ein paar Materialien dabei. Ich mache ja nichts Wichtiges. Okay, er ist da. So, und jetzt hat sie den Vorteil. Oh. Er hat nicht getroffen? Okay. Ja, der Defense Down Buff ist ganz geil. Blitz.
wie sie jetzt dann schon raus hat. Ih, das war blöd. Die hat aber auch schöne Crits dann raus. Bin nicht mehr in meinem Stress, sollte das sein. Meine Crit-Chance ist reduziert. Okay. Könntest. Was ist das eigentlich für ein blöder Skill? Blitz. Cool it. Ui, das macht Damage. Chaos-Apparat. Ich glaube aber auch immer weniger. Also sei der Schneider. Ja, komm, machen wir mal 900. Ja, fast wieder voll. Der einzige Punkt, wo echt ein Heiler ganz geil wäre. Zwar einer mit Dingens, oder? Mit Axt nur. Ich mag die Axttypen irgendwie mehr. Die haben keinen nervigen. Wow, keinen nervigen Schild vorher. So. Und. Hallo. Ah, er hat ein Schild. Da brenne. Okay. Das war ein bisschen stärker als gedacht. Achso, halt hat er Loot liegen lassen. Nee. Das war mehr als erwartet oder erhofft. Oh, wie kommst du hier so angelaufen? Okay. Ruinenritter hier hinten ist auch noch einer. Ach, und das ist auch eine Daily Quest, ja gut. Das passt ja perfekt da eigentlich dann in der Gegend. So, aber erstmal ein Ruinenritter. Müsste da vorne sein. Wenn er schon gespawnt ist. Aber ja, geht doch mal ganz schön davon aus. Er schläft bei Nacht sogar. Warte, was? Moment. Ach so, ich kann dich angreifen bei Nacht. Aber. Ja, das wollte ich gar nicht. Das macht. Oh, das macht Damage-Kombo. Wirbelung. Ui. Ja, ja. Egal. Es ging sehr schnell. Kaspar, der alte Bogen. Aufzeichnen als Lehrling. Ja, das wird doch mal sehr schön schnell down gehauen. Hallo? Ja. Lass zum. Lass mich doch mein Inventar steuern. Okay. Dann machen wir mal so. Müsste echt ein bisschen mehr gucken, glaube ich. So. Komme ich am schnellsten dahin? Hier eigentlich. Wahrscheinlich wird es auch wieder so ein Camp sein, oder? Oder. Eine richtige Nebenquest? Nee, auch nur einfach kämpfen, oder? Gehe ich doch mal ganz stark von aus. Genau, er rennt hier nämlich nur so rum. Stimmt, jetzt bin ich ja eh schon hier Gegend. Kann ich auch mal versuchen, ob ich den komischen Klops da besiegen kann. Das
Böse breitet sich aus. Ja, wo was? So. Hoppa, ja. Hopp. Stimmt ja genau. Bei dir war ja der Feuerbogen doch ganz praktisch. Was zum? Achso. Der komische Mistvieh ist jetzt erst explodiert. Okay, das ging schnell. Das ging sehr schnell. Alte Route, ein bisschen Nahrung. Nee. So. Ist sie schon aufgetaut? Die habe ich nicht eingesammelt. Ist noch nicht respawned? Kann das sein? Okay, so. Da eigentlich nur darüber. So, was kann ich jetzt gegen die machen? Eher ein bisschen down lassen, ist okay. Ich hoffe, das schafft sie zumindest übers Wasser. Ja, okay. Wow. Eigentlich müsste es doch da. Nein, du kannst da nicht laufen. Ich will auch nicht zu weit da lang gehen, weil sonst greift das Ding an. Den habe ich gerade keinen Bock. So, aber Inventar. Ein Apfel. Ja. Solltest du bleiben. So. Ich kann nur den Kern von dem Vieh angreifen. Ist mir bewusst. Ah, jetzt mache ich Damage, okay. Geht doch. Also war ich vorher einfach nur zu schwach dafür. Okay. Come a little closer. You've been a naughty boy. So. Okay, jetzt habe ich zwar die, aber er hat seine Kuschelheiliger noch nicht rausgeworfen. Interessant. Jetzt hat die Heiliger rausgeworfen, aber okay, sie ist jetzt im höheren Level, Griffbereich und Damagebereich. Ja, die kann ich nicht einsammeln. Kann ich die so einsammeln? Die kann ich nicht. Okay. Kann ich sie einsammeln? Zumindest zum Teil. I. Nein, jetzt sind die Felder weg. Okay. Die ist ein bisschen uncool. Schaut die jetzt an. Oh, okay. I. Der macht ja Damage dann. Okay. Nein, 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 nein. Oh Gott. Ja, scheiße. Okay. Ja. Also in den Levelbereich werden, dann wird es funktionieren. Aber. Jetzt sind wir denn.
Muss ich eigentlich mit KR jetzt mal draufhauen. Der müsste aber auch in seinem Crit-Bereich sein eigentlich. Weil nicht gar... Ah, er hat noch einen knappen Viertel. Also fehlt noch ein bisschen was. Wiederbeleben bringt auch nichts bei ihr jetzt. Achso, jetzt hat er keine Dinger mehr, jetzt kann er auch... Ah. Okay. Okay, dies hat auch sich aufgefüllt. Ah, dieser ist weggeflogen. Ja. Oh. Das ist gut. Oh. Kann ich eigentlich nebenbei wiederbeleben? Ja. Wenn ich es gut genug anstelle, kann ich auch. Ach so, ich. Oh Gott, das ist. Ist es kein Swords-like? Ja. Ich kann mich einfach so wiederbeleben mit einem Fight. Okay. Es ist kein Swords-like, wo ich das nicht mit drin machen kann. Ich meine, er holt sich auch die komischen Dinger. Da komme ich halt ohne irgendwas nicht ran. Da muss man halt schon die Möglichkeit geben, dass ich... Ja, so wie hier jetzt. Ja. Drei Stück oder so kriege ich eingesammelt in der Zeit. Im Worst Case zieht das danach aber wieder an. Ja. Zum Beispiel. Achso, einfach nur weit genug wegstehen. Ja gut. Aber wenn ich mich so nebenbei heilen kann, ja. Weil es, naja, es ging glaube ich, ja. Es ging in Breath of the Wild glaube ich auch. Okay. Wenn man einfach pausieren kann mittendrin, das macht es ein bisschen einfacher. Okay. Es dauert nur extrem lange. Okay, die restlichen einsammeln. Ich bin gespannt, ob das Ding bleibt. Come a little closer. Okay, das sind Tierswitchen, ist sogar ganz gut eigentlich mit drin mal. Ah, jetzt kriegt er sie wieder weg von sich, oder? Ne, jetzt saugt er an. Also ich bin dafür, dass mein Pfeil eigentlich durchkommt, aber okay. Blitz. Oh, super. Ja gut, gegen meine Dingens brauche ich nicht einsetzen, weil dagegen ist er ja immun. Urine for a little shock. Blitz. Dodge this. Okay. Ja, du hast nichts zum Einsaugen. Und nein. Ja gut. So ein bisschen. Komm, du hast nicht mehr viel. Und letzte Phase oder so. Nein, jetzt macht er wieder seinen Wirbel. Er hat ja so mehrere Segmente für seine Angriffe eigentlich. Kann es sein, dass er, wenn er an so einem Balkending ankommt, dass er dann
die Dinger ausspuckt oder so. Oh. Okay. Hat sich regeneriert. Hallo Penner. Okay, okay. Das war der falsche Charakter. Egal. Come a little closer. Cool it. Na komm, jetzt. Erstmal, was er jetzt den gemacht hat. Komm. Na komm, geh down. Ist nicht dein Ernst, oder? Komm. Der Nemo-Kristallschmetterling. Hm. Ach. Berühmte Blüte der Eroberung. Ursprünglich Harz mal 40. Okay. Ach, für solche Bosse muss ich das machen. Okay, mach ich einfach mal. Berserkersand aus Blüttasse, Orkansamen, Glücksklee aus Blüttasse, Bayuda Türkis-Splitter. Orkansamen mal 2. Und das waren jetzt aber 100. Von 120 habe ich jetzt noch 104. Habe ich jetzt noch 80 übrig, ja. Genau. Mann, dauert das lange. Oh. Warte, ist die einfach nur fast tot oder ist sie tot? Ich kann mich auch porten eigentlich gleich. Das ist ja sowieso. Eigenschaften. Nimm alle Windkristalle einer Immunhypostase auf, bevor sie sich damit wiederbeleben kann. Ja, beleben also nicht. Ach so. Ah. Das komische Ding, was vorhin gemacht hat, wahrscheinlich, oder? Egal. So, Karte. Unbekannt genau aus der Dungeon, den kann ich mir auch angucken. Hier hinten war ja noch dann der Golem. Und hier, gut, hier hinten im Gebiet, wo ich noch nicht war. Okay, dann gehe ich erstmal hierhin mich heilen, an der Statue. Und dann. Okay. Ich weiß, was ich voll bin. Ich hole jetzt erst noch den Golem, glaube ich, hier. Sofern er lebt. Ich hoffe, er lebt. Er müsste wieder leben, oder? Meine anderen haben jetzt auch gelebt. Ist ja über 12 Stunden her. Ich meine, das ist natürlich gut, dass ich jetzt nicht so, dass ich jetzt relativ viele Schichten wieder habe am Stück. Ich kann zumindest jeden Tag, oder fast jeden Tag, um diese Bosse kümmern. Ah, das war der Schrein, den ich geöffnet habe, okay. Die Sissin-Kriegerin ist auch wieder da. Sissin. Dann mache ich die doch auch mal. Ja toll, hat sie wieder direkt für mich geportet. Das ist aber auch nicht so toll, oder? Nein, sie ist Level 22. Nein, nein, du machst jetzt keine super Blitze. Danke. Nebelkrasspollen, Jagdbogen. Okay. Da ist mein Robo-Freund da unten. Ja. Robo-Freund ist wieder da. Eigentlich, ich habe noch mal einen der Trailer gesehen. Der so ein bisschen die Story auch spoilert, wenn man es genau nimmt. Come a little closer. You've been in, don't be such a brute.
Defense down, würde ich mal sagen. Der Damage war blöd. Aber ich habe noch einen Bonus noch, oder? Das ist... Ui, das ist sehr viel schöner Damage. Bis Golem. Es fühlt sich mittlerweile nicht mehr anders an, als irgendwie so einen Ivarok-Platz zu machen. Ob ich seinen Kram brauche, keine Ahnung. Habe ich rein zufällig irgendwo jetzt KRs, dummes Aufstiegsmaterial gedroppt? Nein, habe ich nicht. Wollte von Schatzräubern. Wo kriege ich Schatzräuber her? Meine Güte. Report. Ich wollte eigentlich heute das noch machen, bevor ich wegfahre und halt den Sphären-Ding da angucken. Wenn ich jetzt hier hin porte. Ich porte mich hier hin, aber ich gucke nur für die Quest da schnell hin. Nichts anderes. Nur schnell die Daily-Quest da machen und dann weg da. Ich will mich hier noch gar nicht großartig umgucken müssen. Ich würde es nicht gut finden, wenn man normales Essen so schnell kaufen könnte, weil normales Essen. Ja, ich meine, man kann es auch kochen. Man kann es auch finden. Wie hier. Aber. Muss ja nicht sein. Einfach so ein paar Früchte kaufen. Mehr will ich gar nicht. Fuck. Ja, die Sphäre da wollte ich angucken. Vielleicht gibt die ja irgendwas Tolles. Und ja, halt mal den Weg dann noch angucken. Nein, ich will nicht hoch. Dailies, Sphäre, das Gebiet. Und wenn ich dann noch Lust habe, dann mache ich noch die Erze abgrasen. Und nur wenn ich Lust habe. Erze müssen jetzt ja nicht wirklich sein. Ich möchte da irgendwie relativ simpel hoch. Mich auch hoch wieder, von daher passt das. Gut. Ja, wir haben es 19:35. Also ich habe noch genau eine Stunde jetzt Zeit. Also eigentlich habe ich länger Zeit, aber ja. Ich will nicht auf den letzten Drücker. Was ist das da hinten? Teleportpunkt. Vielleicht nehme ich die noch mit. Wieso ist da? Wieso ist da so ein Symbol? Ja, das wollte ich da hin machen, oder? Ja, kommt er hin. Das Gebirge hier ist schön nett zum Klettern. Das ist weitestgehend nur zum Rennen. Hopp. Oh, warte mal. Könntest du ein Schatzräuber sein? Nee, oder? Du bist so ein Fatui-Typ. Oh. Neues Monster. Fatui Plänkler, Geoboten, Freischärler. Ein Soldat der Fatui, der einem Stab bedient, mit dem er Staub und geile Steine steuern und steinerne Schilder schaffen kann. Aktiviert er einen bestimmten Elementarmodus, wenn du es schaffst, diesen Bonus auszulöschen und den Schutzschild zu prägen, kannst du ihn eventuell mit Hilfe von Elementen, die gegen Geoenergie ankommen, besiegen. Eis und Explosion, okay. Anemo Force Stürmer, ein Soldat der Fatui, der Anemo-Kraft kontrolliert, um seine Gefährten zu unterstützen, sobald der Elementarbonus der anderen Plank aufgehoben ist und diese geschwächt sind, nutzt er die starke Schenkende Nemo-Kraft und seine Quetten mit Daten fähig zu machen. Okay. Oder wir hauen einfach drauf. Weil er hält nicht so viel aus. Nee, die hat nur Rekrutenabzeichen. Ich brauch diese Schatzjäger-Dinger. Eine hübsche Truhe nehme ich aber mit. Lalala. So. Rettich, Weizen. Das war aber nicht das, was ich machen wollte. Das lag nur so passend auf dem Weg. Hopp. Was ist das da hinten schon wieder? Ach, das ist ein Abgrundmagier. Ach, hier ist auch ein Anemokulo-Dingens. Welche Slimes kommen jetzt hier? Oh, gar keine Slimes.
Falscher Charakter. Nochmal. Ich brauche Shangling für neue Feuerangriffe. Piu. Genau, wo ich hin muss, ist auch so ein Animokuli. Achso, ah. Perfekt. Dich zu attackieren ist. Ja. Könntest du eventuell von da oben runterkommen? Danke. Ihu, was zum? Okay. Ah, er ist nicht mehr reingegangen, wow. Ja. Dann machen wir so. Das reicht auch. Auch eine Masken zumindest. Muss ich sie schon wieder heilen? Ja, ja, ja. Auch Gerichte, die ich aus Äpfeln machen kann. Und mit Gegner am Arsch, wo? So ein abgeschlossen, okay. Ich brauche da nur aufladen. So, dann machen wir so. Und dein Schild ist weg. Ne, dein Schild lebt immer noch. Also wenn er brennt, kann ich noch angreifen. Ah, super. Mal eher wer sagen können. So. Loot, kein Loot. Loot, faules Pack hier. Kann ihre Hütten kaputt machen. Das ist mies. Aber das war ein normales Versteck erst, oder was? Ah. Ich kann nicht alles kaputt machen. So. Okay, die Animokuli habe ich. Das Camp habe ich. Okay, und ich habe die Quests gemacht. So. Bin nach unten gedrückt. Quests habe ich die Dailies. Ich gehe nochmal hier hin zum Auffüllen. Ein Level Up kann ich eh nicht machen. So, dann muss ich jetzt zur Stadt hin. Quests auch bestätigen. Und dann. Drei Golems habe ich gemacht. Den Anemo-Dingens habe ich gemacht. Keine Cessin. Ach, den Abgrundmagier habe ich da oben vergessen. Egal. Kasserine. Zur Entkundung entsenden. Oh. Mission abgeschlossen, ja. 3 und 7. Ja, gut, cool. Der Dauper-Schlucht. Der weiß selber noch nicht, aber okay. Windblickberge. Eier und Zuckerblumen. 4 bis 5. 4 bis 5 und 2 bis 3. Ja, erstmal nur L auf jeden Fall. Ach, scheiße, jetzt habe ich nur eine Vierer gemacht. Scheiße. Zurückrufen. Okay, man kann sie zurückrufen. 20 Stunden, weil bis morgen Abend ist Samstag. Morgen Abend kann ich sie gar nicht bestätigen. Scheiße. 12 Stunden, ich kann sie auch morgen früh nicht bestätigen. Ja, gut, dann mach einfach. Mach einfach Noel. Geh deines Weges, Noelchen. Tu, was du meinst. Noch irgendwas? Ja, Belohnung für tägliche Missionen. Heute abgeschlossen. Mhm. Naja, okay. Belohnung für Abenteuerstufe. Habe ich da irgendwas? Nee, oder? Nö, habe ich nicht. Okay. Ich kaufe noch hier eigentlich Essen auch nicht. Ich will was zu mitnehmen haben. Ja, komm, kaufen wir die Dinger.
Eierkuchen, vorige Nudeln. Käse. Zucker. Es sind... Wie kann man das Ganze über... Ja, ich meine, gut, 630 für Schinken sieht wenig, sieht schon viel aus. Aber wenn Zucker auch schon 4,50 kostet. Ich würde spontan sagen, das sind... Wäre 4,50 Euro und 6,30 Euro, was aber Zucker teurer machen würde, als was es sein könnte. Schinken würde passen, theoretisch. Oder sind das 45 Cent und das 63, aber das Verhältnis passt trotzdem nicht. Egal. War schon, so. Die hat nur die Tier 2 Sachen für Waffen. Auch einen dummen Händler, der mir die Sachen gibt, die ich brauche. Wer zum Fick ist Stanley? Ich möchte was schmieden. Also hier abholen, abholen, abholen. Bla 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 bla. Achso, ja, ich brauche 4 Stück davon immer. Ist ekelhaft. Ich habe nur 2 Eisenkuchen gehabt. Okay. Von mir aus. Im Laden, der die normalen kleinen Sachen verkauft. Soll ich einen Schatzräuber finden? So, auf jeden Fall. So, den Boss habe ich gemacht, den Boss habe ich gemacht, den habe ich gemacht und den anderen oben habe ich auch gemacht. So, und die Cecilien da habe ich gemacht. Irgendwo hier war auch noch eine Cecilien, meine ich. Irgendwo hier so, glaube ich. Aber egal. Ja. Ich jetzt ist denn ich gehe erstmal durch mit dem Teleporter hier hin. Gehe dann zu den komischen Dingens hin. Was ist da auf der Karte nicht markiert? Irgendwas war da markiert. Also ein blaues Ding. Ja komm, bis morgen. Habe ich sonst eh nichts damit anzufangen. Den komischen Baum mache ich lieber nicht, weil die einzigen beiden, die ich habe, die irgendwas machen vom Element her, sind nicht gelevelt. So. Oh, oh, ja, 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 super. Ja, ja, Schatzräuber. Das ist gut, das ist sehr gut. Oh, yes. Dann kriege ich von denen das, also hierher. Der Schaufeltypi. Au. The Hunter gets the Hunted. The Hunter becomes the ja, okay. The Hunter becomes the Hunted. Krähenwappen. Oh yes, ich kann meinen KIA-Schatz upgraden. Er ist vielleicht nicht der Beste zum Upgraden, aber ich finde ihn solide. Außerdem brauche ich mal irgendwas, was noch ein bisschen Damage macht. So. Eine blaue Blüte und schon habe ich was am Anfang. So. Außerdem kostet das ja nicht viel. Das Einzige, was das kostet, ist jetzt ein Level zu erhöhen. Eieiei. Ei. 20 Stück dafür für ein Level. Okay. Was machen wir mit den Dingern? 125, also brauchte ich davon noch 115 brauchte ich für vollen Level. Komm, 11, 31 und 11. Werde es wahrscheinlich bereuen, ihn hochgepusht habe, aber er ist ganz nett eigentlich, weil das Kind so. Weil dann ist sein Damage auch höher und sein Leben. Das heißt, wenn er ein bisschen weniger rumrennt, dann ist es gar nicht mehr so schlimm. 670 sind 10%.
1200, 1800, 4900. Oh Gott, da muss echt wenig Leben haben. Stimmen. Bla. Übergehen, hier muss ich. Ja. Spiel hat sich aufgehangen. Super. Tappen wir mal raus. Es hat sich komplett aufgehangen. Oh. Da geht nicht mehr. Auf irgendwas Programms warten. Das funktioniert in den wenigsten Fällen. Okay, Programm schließen. Ja, okay. Schön. Das Upgrade von Kaea hat das Spiel zerstört. Super. Ja, ja, jetzt braucht man den Text auch nicht zeigen. Interessant, wenn er lädt, dann fängt er an zu laggen da. Ja, ja, komm. Lass mich rein. Ich habe nicht alle Zeit der Welt heute. Wobei gestern 7-8 Stunden habe ich relativ viel geschafft wieder. Finde ich. Mehr oder weniger. Gibt bestimmt mehr. So. Gamepad. Halt, Moment. Was ist denn das? Aha. Keine Ahnung, was das ist. Aber wahrscheinlich für den Tempel-Dingens da, oder? So, Figuren. Ja, eher. Wo ich jetzt? Shivade Jade Bruchstück. Achso, für euch bräuchte ich dann die höhere Wertigen auch, okay. Blumen habe ich auch genug. Und was ist das schon wieder? Achso, ein Flux-Eisbaum. Ah, okay. Ab Stufe 30, ja, die Dinger sind Stufe 36 von Grund auf, von daher. Okay. Daten. Wie hat er das nicht genommen, dass ich da drüber gegangen bin? So. Talente, was soll er dann dazu bekommen? Grausame Schwert, Stufe 1. Stärker ja für jeden Treffer mit Kälteatem. LP in Höhe von. Du sollst kein HP. Was ist vor allem Kälteatem? Also sein Kuyo. ZR. Das gefällt mir nicht. Das heißt, er ist wirklich mehr so ein Tank. Das heißt, okay, so kann man zumindest ihn in dem Bereich spielen und trotzdem noch ein bisschen heilen nebenbei wieder. Ah. Nicht wie beim Rennen, wir brauchen Ausdauer aller Truppen. Wann habe ich denn die bekommen? 20 von weniger Ausdauer beim Rennen. Oh mein Gott, ich liebe KR. Bleib bei mir im Team, bitte. Nein, ich wollte wissen, was er da lernen kann, mein Sternbild. Sieht den Gegner des Radius. Nein, falscher. Durch die kritische Treffer von KR-Standardgriffen und heftigen Schlägen gegenüber den von Kryo-Effekten betroffen gehen um 15%. Oh. Okay. Eis aus Eis beim Besiegen von Gegnern während der Wirkzeit ist. Bis zu 15 Sekunden. Okay. Ah, war gut zu wissen. So, jetzt will ich dahin. Kostet ja auch, glaube ich, hier dieses Ding ans Zeug. Cecilia Garten. Hi. Sphäre der Kriegskunst, verflutetes Tal. Ach, das war das Horn für Waffen, okay. Abenteuer Stufe 21. Achso. Elementaranomalie. In diesem nassen Altar aus der Vergangenheit konstruiert sich enorme Hydrokraft. Die stickige, schwüle Luft verlängert die Abklingzeit von Fähigkeiten. Wirst du es schaffen, dieses Problem zu bestehen, wirst du sicher etwas bekommen. 100 davon. Empfohlene Elemente, Eis, hier habe ich sowieso. Okay. Kosten für Aussammeln der Belohnung 20.
Na gut, hab ich ja nichts zu verlieren heute. Das passt so. Ich habe eh nichts anderes. Gut, dass ich KI ja noch geupgradet habe. Seine Waffe schon upgraden können. Momentan haben wir die Figur in regelmäßigen Abständen C, flüssige Bremse. Vielleicht der Figur den, das Hydro-Attribut. Okay. Gehe ich mich selber dann auch ein mit KI? Also das ist nur. Ich. Halt, es ist jetzt keine richtige Dungeon, sondern nur so ein Kampfding. Starten. Achso, Stufe 15, weil Gegner auch noch 15 sind. Siege Gegner. Können wir siegen über zwei Gegner? Ach so. Interessant. Okay, ich dachte, das wären richtige Dungeons, aber die wären ja auch nur Kampfdinger. Soll ich ihn so jemals. Wow. Das ist echt nur. Das ist echt nur so ein Kram jetzt. Okay, das ist traurig. Ich hätte jetzt erwartet, dass ich jetzt wirklich kämpfen muss, aber offenbar nicht. Kann ich da durchfallen? Nee. Belohnung einsammeln. Mein Uki von mir aus. Milchzahn des brojalischen Wolfes. Mal 6. Okay. Ich dachte mal 1 nur. Okay. Frage ich mich aber gerade eins. Kann man da jetzt öfter reingehen und die Dinger eigentlich sammeln? Auf Vorrat? Waffe verstärken. Das ist auch nur Stufe 15 bisher. Bringen die jetzt erstmal auf Stufe 20. Das ist seine kühle Klinge. Das war die gute, glaube ich, oder? Nein? Nein? Verstärken. Ja, 125 EP gehen verloren, scheiß drauf. Aha. Und ich kann sogar die Waffe upgraden. Welche waren das überhaupt nochmal? Achso, von Kryo-Effekten. Ja, das ist ja eigentlich top für ihn. Upgraden. Okay. Dann bist du Stufe 2. Okay, Material wählen. Erstmal nutze ich jetzt die Sachen, die ich hier habe. Die Kanonenwaffen. Mal 31 für Maximallevel. 1000 Smart EP. Hallo, nein. Also, Moment. So. Die Waffe momentan nämlich okay. Ich bessere. So. Und dann das. Okay, und das war jetzt was denn eigentlich? Das war doch das. Ne, schweres Horn. Die Kabarin zerprügelter Wall. Habe ich davon nicht welche hergestellt? Ne, habe ich glaube ich nicht. Hergestellt werden, ja. Okay. Ist aber interessant. Ich meine, ich kann es eh noch nicht upgraden. Noch lange nicht. Aber ich könnte es schon relativ gut mit den Sachen, die ich habe. Verfeinerung. Ich habe die Waffe leider nicht ein paar Mal mehr. Erhöht aber auch nur den Schaden von dem Effekt. Eventuell ist Berserker nicht ganz das Beste für ihn, aber es ist zumindest okay.
So, und ihre Waffe. Die braucht. Ach, die Tier, die blauen Varianten von dem Horn. Aber die kann ich auch herstellen, ja, auf den kleineren. Das heißt. Wie viel ursprünglich ist? Ich habe nur 43. Ich kann auch jetzt eigentlich nochmal reingehen, oder? Weil ich habe jetzt ja eh nichts mehr anzufangen damit. Ja, wenn ich das mich nochmal anmache. Was denn fürs Aufsammeln? Ja, ich krieg nochmal 100 Abenteurer-IP. Und eigentlich müsste ich ja jetzt sowieso noch schneller durchhauen, weil ich habe jetzt ja, ja nochmal doppelt gestärkt. Aber eigentlich sollte das doch gut funktionieren, oder nicht? Wenn ich jetzt wieder so um die 6 Stück davon bekomme. Okay, ja. Es ist noch ein bisschen mehr als vorher. Naja, ihr könnt mir ruhig Schaden machen. Weil, wenn ihr mir Schaden macht, dann kriege ich schön Dingens. Brauche nicht mal KR dafür. Na klar, ich bin overlevelt eigentlich jetzt gerade, aber passt schon. Abschlusszeit, 1 Minute. Wenn ich jetzt hier wieder Belohnung einsammle, dann müsste ich ja wieder die Sachen bekommen, oder? Wieder 6 Stück oder ist es unterschiedlich? Wieder 6 Stück, okay. Nee. Ah, jetzt kann ich die nämlich dann zu den blauen Varianten hochpushen, theoretisch. Wenn ich es dann brauche. Okay. Fällt mir. Ist jetzt zumindest soweit. Ich merke natürlich, ja gut, das Problem ist natürlich. Problem in Anführungsstrichen, wenn man halt speziell diese Items braucht für Charaktere. Und sie halt da bekommt. Das habe ich jetzt auch verstanden, wie es funktioniert. Man braucht halt dafür dann diese Währung. Man braucht wohl diese Arzt-Dinger für Dingens. Diese Items, den Schrein-Dingern hier. Als auch. Scheiße. Als auch. Ne, man braucht das Harz für die Items. Als auch für die Boss-Loot-Dinger. Die man halt auch teilweise dann extrem häufig braucht. Ein bisschen Schaden, aber egal. Aniloqua Nektar. So. Ja, jetzt gehe ich noch da zu diesem komischen Arena-Loch runter. Gucken, ob da irgendwas ist. Zweifel ist zwar, aber. Ja, mal gucken. Habe ich die Dailies gemacht? Ich habe diese Sphären-Dinger angeguckt. Habe ich jetzt noch? 24, ja gut. Also kann ich schon mal den Boss ignorieren. Den Flugseisbaum. Wie gesagt, mit Eis angreifen macht keinen Sinn und mit Wind auch nicht. Eisverwirbelung, ja. Ist ja gegen Eis eigentlich immun, wenn man es genau nimmt. Da. Ach, den Weg habe ich auch nicht angeguckt, okay. Will ich erstmal den Weg angucken? Ich glaube ja. Dann könnte ich jetzt gleich noch die Ärzte schnell abrackern, eigentlich die, die ich markiert habe. Dann mache ich auch schon Schluss. Wolfshaken. Ach, daraus werden die Tränke gemacht. Oh, Moment. Da sehe ich was Interessantes. Hopp. Hui. Belegrad, war ich da? War ich auf jeden... Doch, hier war ich. Ach genau, hier ist der Bereich. Okay. Hier bin ich noch nicht weiter hochgegangen.
Falscher Charakter. Okay. Das war's. Nein, kein Ogstein-Zeugs. So. Ah, hier ist noch einer. Du stehst da extrem gefährlich. Ich hab's noch gesagt. Oh. Der Schlag muss natürlich weit genug gehen dahin. Na gut, man kann das hier theoretisch snipen, das Gebiet. Aber, ja. Bringt die meisten Fällen ja eh nicht so viel, das Snipen. Was sind die ganzen Kiefernzapfen eigentlich gut? Brauchen die überhaupt irgendwas? So, das ist die Ebene. Okay. Hier oben, guck mal, dann habe ich eigentlich hier alles. Der Seite. Wieso wachsen Eisblumen mitten hier oben? Nirgendwo. Da unten ist noch so ein Brocken. Noch gut zu wissen. Was? Achso. Ja, die Kiste von dem Camp. Wait, was? Ja, ihr Witzbold, wie soll ich daran kommen? Ja, da kommt man nicht ran. Von unten. Und es gibt hier keinen Ort, der hoch genug ist. Halt. Zubereiten. Rezept erlernen. Fischerstätte, Windgott. Oh, das möchte ich noch herstellen. Das war das Ausdauerding. Okay, das war's auch schon. Landeierkuchen. Ah. Oh. Okay, 205 bis 550, das ist gar nicht mal so schlecht. Ich muss Mehl herstellen. Mehl. Kann ich die ganzen Bären nochmal verbrauchen. Sahne. Flügel. Lohnt sich das? Mach ich einfach mal. Krebsroggen. Zucker. Zucker kann nicht schaden. Wurst kann auch nicht schaden. Die Türe. Auch nicht. Das muss recht teuer eigentlich. Also, die Spieße mit rohem Fleisch nur. Ja, super. Okay. Marsch zubereiten. Gegrillter Spieß. Ja, komm. Ach, hab ich noch gar nicht gemacht. Ja gut. Nehme ich trotzdem mit. So ein Xiangling wird wahrscheinlich weniger Materialien brauchen. Kann das sein? Oder höhere Effekte? Eins von beiden. So, dann müssen wir wieder Essen von unterwegs. Hast du schon hergestellt? Ja, habe ich. Steak. So, habe ich auch noch nicht gecraftet. Was ist, wenn ich das nicht in dem Bereich schaffe? So, die Eier halte ich für den Kuchen. Wo ist das? Das ist Mehl. Achso, pro Weizen braucht ihr dann die Zeit. Und ich kann immer eins erhalten. Ja, super. Okay. Landeierkuchen. Da. Bisschen blöd, dass man hier nicht rumprobieren kann mit den Sachen, aber als gar nichts. Müsste man so ein klares Bild, was man craften kann, was nicht.
Eigentlich müsste ich ja dann von hier oben dahin kommen, oder? Das ist der. Das war der höchste Punkt, von dem ich hätte runterspringen können. Nur auf hätte. Ja, schon Videos heute Nacht runtergeladen. Müsste. Das Hering habe ich runtergeladen. Oh, das war. Are you fucking serious? Wow. Wow. Okay. Keine Kisten mehr von hinten aufmachen. Nur mal als mal Mix. Jetzt liegen die Sachen auf einmal unten, ist klar. Leck mich doch, Spiel. So. Hier war ein Camp soweit. Ich habe die ganze Zeit echt schon Ausdauereinsparung durch KIA gehabt. Das ist hart. Perfekt. Ach, hier ist ein netter Dämmerfruchtwald. So einen richtig großen Wald wie ein Breath of the Wild auf den einen Berg da. In der Nähe vom Plateau gibt es hier nicht, oder? Ich meine, gibt es relativ häufiger hier die Früchte, aber so wirklich komplett. Großer Teil gibt es hier auch nicht. Ich will das Ding angreifen. So. Mach ich noch den hier. Wobei, hier gibt es relativ viele von diesen Wolfshaken-Dingern. Ha. Jetzt gibt es ja auch. Ist das neblig geworden? Ist das neblig geworden? Also Custom-Ereignisse, die werden halt, ich meine, es gibt ja solche Custom-Ereignisse, die dann passieren, diese Mini-Quests dann, aber so was richtiges, questmäßiges, das wäre halt noch geil hier irgendwie. Ja, Brocken, weißes Eisen, ich meine, hier sind 3-4 Brocken halt an sich, aber muss ich die markieren? Wie gesagt, Screenshots machen und dann die Marker in den Screenshot einfügen. Das könnte eventuell ressourcensparender sein. So, was ist hier unten drin? Ich habe Angst. Es ist eine eigentlich viel zu große Arena. Hier ist gar nichts. Lass mich raten. Dann fightet hier nochmal gegen diesen Sturmschrecken-Drachen. Groß genug wäre es zumindest. Haben wir übrigens einen. Wir haben einen Sturmdrachen mit Windangriffen angegriffen. Das klingt schon so falsch. So, aber Karte. Dann kann ich. Ob das entfernen. Auch, dann war ich nämlich hier auch überall. Ja. Ja, Morgenröte kann man sich in Ruhe nochmal angucken irgendwann. Hm, das war die Quest. Um drauf war ich so ein bisschen, aber ist glaube ich auch nichts gewesen mehr. Ja, dann wäre jetzt eigentlich nur noch heute Abend die Spots zum Erz sammeln. Essen habe ich gecraftet, KE habe ich upgraden können. Ja, und jetzt bin ich ja wieder an den Abenteuer rangebunden. Also man kann auch nicht zu schnell leveln. Ich habe keine Ausdauer. Scheiße. Ach, der scheiß Kuchen füllt, belebt wieder mit so viel. Ach so. Ich dachte, das wäre normales Healing. Okay.
Ja, dann brauche ich ja trotzdem noch weiter besseres Essen. Okay. Okay, die sind noch nicht gespawnt offenbar. Wenn die hier noch nicht gespawnt sind, die Erze, dann werden die da hinten auch noch nicht gespawnt sein, oder? What's the hurry? What's the hurry? Waren die hier unten weiter? Nee. Oben waren die ja nicht, oder? Nee, macht keinen Sinn. Karte. Ich kann mal gucken, ob die hier gespawnt sind. Aber wenn die jetzt auch nicht gespawnt sind, dann kann ich die von gestern Abend eh ignorieren. Die meisten. Respawned. Sein Scheiß Ernst? Wow. Okay. Die waren auch hier unten, oder? Hui. Okay. Die sind auch eingesammelt. Dann werden die auch eingesammelt sein, weil da war ich ja noch später erst. Da habe ich auch gerade geguckt. Die könnten da sein, theoretisch. Die habe ich vor. Er ist auch knapp 24 Stunden nur her. Knapp. Also auch wahrscheinlich nicht anwesend, die Dinger, oder? Da sehe ich es schon mal nicht. Dann dauert es echt 24 Stunden, bis die wieder da sind. Okay. Die Party gesprengt. Na gut, nee, dann sind die echt mindestens 24 Stunden sind die weg, wenn man es gemacht hat. Hier oben habe ich aber dann nicht gemacht, weil da oben war ich definitiv gestern nicht. Mich nicht dran erinnern. Ah, das heißt, die Bosse sind auch bis mindestens einen Tag sind die Bosse dann down. Mindestens. Palat in der Klemme. Mondstadt, eine Frage des Geschmacks, große Anstrengung. Weltauftrag. Verwegen der Palat ist in Gefahr. Ja, zeig mir an. Ach, hier bei denen. Ja, toll, dass er hier so gemacht jetzt. Ja. Hi. Reisende, danke für deine Hilfe. Ich habe nicht erwartet, hier von Monstern angegriffen zu werden. Mitten in der Wildnis natürlich nicht. Gut, dass du da warst. Hier, das ist für dich. Okay. Mini-Events. Super. Ich habe gerade noch davon geredet. Jetzt zwar keinen großen Story-Einfluss gehabt, aber es war ein Event. Tut mir schon irgendwie leid, Mistvieh. Ein bisschen zumindest. Oh, das hier ist ein Fall für KR. Okay. Die sind auch schon weggeerntet, was? Die sind länger als 24 Stunden weg, kann das sein? Hier war ich doch gestern definitiv nicht, oder? Gar nicht dran erinnern, dass ich gestern hier war. Wirklich null. So. Ja gut, der Ausschwung ist jetzt auch nicht so hoch. Sonst noch ein.
War ich auch gestern erst, da auch. Ja gut. Dann mache ich nochmal den Cecilia-Garten nochmal. Golddinger brauche ich gerade, glaube ich, nicht. Die blauen. Wobei, was gibt es denn hier morgen? Kann man schon sehen, was es hier morgen gibt? Wobei, das morgen habe ich eher alles aufgefüllt wieder. Kann man schon sehen, was es morgen gibt? Ne, kann man nicht. Ach komm, mache ich einfach mal. Feuer, Blitz, Wasser. Eis meine ich. Ja, habe ich alles mit. Ja, Hydro. Gibt zumindest ja auch 100 EP immer. Kann man ja auch gut mitnehmen. Aber irgendwie mehr erwartet von diesen Quests als von diesen Tempeln. So wie richtige kleine Tempel halt. Im Endeffekt, wenn man die hier auch mit mehreren macht, dann kämpft man ja hier eigentlich echt nur. Und das müsste ja im Koop dann deutlich einfacher sein, noch wieder als alleine. Könntest du auch den Angeborenen angreifen? Danke. Okay. 3 Sekunden länger als gerade eben. Egal. Einsammeln. Kann ja nicht verkehrt sein, die Dinger zu haben. Ach so. Man kriegt immer unterschiedlich. Jetzt habe ich nur 4 bekommen. Okay. Egal, 60 Stück davon. Ist ja auch nicht verkehrt. So. Gut. Jetzt habe ich kein Harz mehr. Ich teleportiere mich nochmal, glaube ich, eben zu einer Statue. Dann von der aus kann ich doch dann, ja, mehr oder weniger. Dann kann ich das Gelöbniskap mal ablaufen. Da soll ja auch dieses Elektrovieh sein. Kann man ja gut mit KIA dann eigentlich machen. So. Da fehlt ein HP. Hat das Ding nicht mehr Energie drin oder was? Segen der Statue. Das Ding hat sogar genug Energie. Sehr gut. Wochenende muss ich gucken. Notfalls mache ich die Dinger halt alleine. Die Daily Quests. Habe ich noch irgendwas bei Aktionen? Nein, wurde eingesagt. Kann ich noch nicht machen. Auch Quests. Warum müssen die durch die Gegend brüllen? Na, es ist 22, nee, es ist 20:20 Uhr. Die brüllen durch die Wohnung. Egal. Stadt der Mondstadt. Ich kann noch mal die Hauptquest machen, oder? Weil eigentlich Umetrip durch Mondstadt. Ich will eigentlich erst die Character Sidequests machen. Ich glaube, zum Beispiel den Prolog sollte ich auch abschließen, oder? Dann kann ich mich auch wahrscheinlich Richtung Dwalins Ruinen gehen. Muss ich nicht unbedingt jetzt Richtung Liyue oder unten schon gehen. Ja, ich glaube, mache ich beim nächsten Mal, wenn ich länger Zeit habe. Dienstag hoffentlich. Mache ich eventuell dann den Archon-Auftrag. Content-Auftrag, wie auch immer. Und Legenden-Auftrag mache ich so nebenbei. Weil ich müsste gucken, was Lisa macht, weil ich habe irgendwas in meinen Google News gelesen mit einem Lisa-Guide. Das könnte nervige Nebenquests sein, eventuell. So eine Fetch-Quest, wo man irgendwelche Sachen bringen muss, offenbar. Könnte nervig werden, aber muss ja nicht. Gut, habe ich noch irgendwie Nachrichten? Ja. Nee, Tag 12 habe ich noch nicht bekommen.
Hier gibt es erst ab 2 Uhr nachts offenbar, okay. Das heißt, die muss ich definitiv einsammeln. Eventuell lade ich auch echt mal die Android-Version runter. Und guck mal, ob ich da zumindest eine Daily-Quest machen kann drauf. Unterwegs. Also die Dailies sind ja entweder kill das und das. Wenn da irgendwas war, notiere ich mir, was da war. Also. Von den Quests. Habe ich eigentlich jetzt schon Abenteuerlizenz? Ja, 2 von 3 Charakteren habe ich aufsteigen lassen. Aber. Die anderen lohnen sich nicht. Nicht, wenn ich noch keine neuen habe, die vielleicht besser sind. Kaia will ich halt halten eigentlich. Cecilia-Garten. Also und versteckte Platz von Lishana. Aber da sehe ich noch nicht mal, was da drin zu bekommen ist, weil ich habe halt nicht mehr aufgedeckt. Okay. Abgewundener. Nee, gewundener Abgrund habe ich nicht. Kopfgeldjagd, da ist das Ding. Die habe ich auch gemacht. Den habe ich auch gemacht. Also die Fatui sind auch irgendwie eine Art Gegner. Gruppe, auch wenn es ein paar gibt, die wohl offenbar normal handeln. Okay. Gut. Dann haben wir es aber 20 nach. 24 nach. Oh, fast 1,5 Stunden. Besser als gar nichts zu machen. Ich meine, jetzt hätte ich jetzt auch 2 Runden zum Beispiel spielen können, eigentlich für den Battle Pass. Aber jetzt will ich erst mal, jetzt will ich ja 2 Spiele, die Online-Anbindungen haben. Also, okay, Smite sowieso online, aber das hier, das kann man ja auch eigentlich ruhen lassen, wenn man halt die Dailies ignoriert. Aber die geben halt auch so ein bisschen Bonus. Belohnung dafür habe ich geholt gehabt, oder? Ich meine, ja. Gut. Dann sage ich hier an der Stelle Tschüss, gute Nacht, whatever. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es das irgendwer im Nachhinein hört, aber für den Fall der Fälle, ciao.